Hallo zu einem neuen Video. Wir machen heute Spinat mal ganz anders. Für die Spinat-Ei-Muffins braucht ihr eine Muffinform, Blätterteig, Knoblauch, Ricotta, Eier, geriebenen Gouda und Rahmspinat. Ich habe hier den mit dem Blub. Das ist nämlich eine Kooperation mit Iglo, denn ihr könnt was richtig Cooles gewinnen, und zwar ein Wochenende in Hamburg und einen Kochdreh mit mir. Ich weiß, dass einige von euch sich das schon gewünscht hatten. Deshalb, wenn ihr mitmachen wollt, Link in der Infobox. Ich freue mich wahnsinnig drauf und jetzt geht's los mit dem Rezept. Von unseren 6 Eiern müssen 3 hart gekocht werden. Die gebt ihr also in einen Topf mit Wasser und kocht sie für ca. 7 bis 10 Minuten. Den Spinat nehme ich direkt aus dem Tiefkühler und der kommt unaufgetaut in den Topf rein. Damit er nicht die ganze Flüssigkeit verliert, kommt jetzt der Deckel drauf. Ich lasse es ca. 2 Minuten köcheln und rühre immer wieder um. Währenddessen mache ich mir noch eine kleine Knoblauchzehe fertig, hacke die fein und gebe die dann dazu. Jetzt habe ich mir eine Schüssel genommen, da schlage ich 2 rohe Eier rein. Den Käse gebe ich dazu. Vom Ricotta nehme ich nur die halbe Menge, weil der Spinat schon so cremig ist. Und falls ihr laktoseintolerant seid, könnt ihr einfach statt dem Ricotta laktosefreien Hüttenkäse nehmen. Und es gibt laktosefreie Varianten auch von dem Rahmspinat. Da ist der Blub. Blub. Ich rühre alles gut um und dann ist die Mischung fertig. Das stelle ich jetzt kurz zur Seite. Die Eier sind fertig, ich gehe die kurz abschrecken und dann schäle ich sie. Spektakulär, Hanna beim Eierschälen. Jetzt rolle ich den Blätterteig aus und unterteile ihn in 6 gleich große Teile. Jedes Teil kommt dann in eine Muffinform rein, sodass die Ränder etwas überlappen. Dann fülle ich die Spinat-Ricotta-Mischung hinein und dann verstecken wir die Ostereier im grünen Spinatbett. Das ist mal ein originelles Versteck. Und klappe alles gut zu. Hochkonzentriert. Damit die Blätterteigtaschen oben auch schön braun und knusprig werden, bestreiche ich sie jetzt noch ein bisschen mit Ei. So kommen die hübschen Muffins/Taschen jetzt für ca. 30 Minuten bei 180 Grad in den Backofen. Und dann sind sie fertig. Ah, die sehen echt toll aus. Da ist das Auge mit. Ah! Ein Traum. Der Spinat kommt gut raus, ist wahnsinnig cremig. Ich schmecke einen Hauch von Knoblauch und das Ei in der Mitte ist wirklich noch so die Krönung. Also top. Ich liebe ja Blätterteig dazu, dieses knusprige. Macht es nach. Ich bin gerade total begeistert und verliebt. Wenn ihr das Wochenende in Hamburg und den Besuch bei mir gewinnen wollt, Link dazu in der Infobox. Ich wünsche euch ganz frohe Ostern. Bussi, Baba.